sind sie. Herzlich willkommen. Ja, also wir möchten euch hier ganz besondere Gäste vorstellen. Genau, ich fange mal hier an. Und zwar neben mir steht Talib Issebay. Wir freuen uns sehr, dass er heute hier ist. Und zwar ist Talib Vorstandsmitglied in NAFDEM, dem Dachverband von über 60 kurdischen Organisationen hier in Deutschland. Es freut uns sehr, dass du heute diesen Abend mit uns verbringst. Herzlich willkommen, Talib. Ja, Gabi Gärtner und Peter Weißpenning begrüßen wir ganz herzlich. Sie haben im letzten Jahr beide eine der ICOR-Solidaritätsbrigaden geleitet, die in Rojava in Kobane im Norden Syriens ein Gesundheitszentrum aufgebaut haben, zusammen mit der kurdischen Bevölkerung. Herzlich willkommen. Ja, Talib, vielleicht kannst du uns mal mehr darüber berichten. Und zwar hat die ICOR, die internationale Koordinierung von revolutionären Parteien und Organisationen, ja einen Solidaritätspakt abgeschlossen mit der kurdischen Freiheitsbewegung. Vielleicht kannst du uns mehr darüber sagen, worum geht es dabei und was bedeutet das auch für dich persönlich und für die NAFDEM? Ein Gruß auch hier an alle. Wirklich eine sehr wunderbare, demokratische, solidarische Atmosphäre hier heute gemeinsam gegen Faschismus, internationale Solidarität hier. Die Brüderlichkeit ist hier wirklich super. Man fühlt sich wirklich super, dass hier zwischen den Kulturen so eine gute, große Brüderlichkeit entsteht. Sehr vorbildlich. Mit dieser Vorbildlichkeit werden wir in Deutschland gegen Rassismus, gegen Hetze Widerstand leisten und ganz bestimmt auch siegen. Zu den ICOR-Brigaden möchte ich hier nochmal sagen und den Gruß auch von NAFDEM hier an das Rebellische Musikfestival auch nochmal stellen. Die ICOR-Brigaden haben eine sehr große Aufgabe in Nahosten, sehr große Herausforderungen haben sie sich gestellt. Und zwar wisst ihr, dass die ISIS und die Unterstützer Türkei und die Kobane angegriffen haben. Zu diesem Zeitpunkt, als Kobane angegriffen worden ist. Also, Kobane hatte die Bedeutung für die Welt, dass er nicht nur ein Kampf für die kurdische Bewegung gewesen ist, sondern Kobane hat ganz viele Bedeutungen in der kurdischen und in der Weltgesellschaft erzeugt. Darunter war die Frauenrevolution. Die Frauen haben für Freiheit, Frieden und Demokratie ein Zeichen auf der Welt gesetzt. Die Kurden sind die Kraft gewesen, die in Nahosten gegen den IS wirklich Widerstand geleistet haben und sie zurückgedrängt haben. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist die internationale Brigade. Die internationale Brigade hat eine sehr wichtige Aufgabe erfüllt. Sie hat den internationalen Kampf ein Vorbild in Nahosten gestellt. Es ist die erste Gesundheitszentrum, was von der ICOR dort aufgebaut worden ist. Und zwar mit Willen, mit Mut, mit Kampfgeist hat die ICOR dort ein Gesellschaftszentrum aufgebaut, was wir als NAFDEM begrüßen. Eine sehr große Aufgabe, was Jahrhunderte in der kurdischen und in der Nahostgeschichte erzählt werden wird. Das kann ich euch schwören hier. Ja, Peter. Beji, Berhwedana Kobane. Beji, Berhwedana Kobane. Beji. Und einmal zu der Brüderlichkeit. Alle nochmal gemeinsam. Hoch! Die internationale Solidarität! Hoch! Die internationale Solidarität! Ja, vielen Dank, Peter. Vielleicht kannst du uns noch erzählen, es sind 177 Brigadisten aus 10 verschiedenen Ländern,
nach Kobane gereist, um dort dieses Gesundheitszentrum aufzubauen als humanitären Einsatz. Was war jetzt der Unterschied zu sonstigen Hilfsorganisationen? Denn die ICOR ist ja eine revolutionäre Weltorganisation. Ja, der Aufbau des Gesundheitszentrums war natürlich eine wichtige humanitäre Mission. Aber sie hatte auch eine ganz eminente politische Bedeutung. Als Kobane vom faschistischen IS befreit war, lagen 80% der Stadt in Trümmern. Es gab keine Gesundheitsversorgung, kein Wasser, keine Ernährung. Was konnte da wichtiger sein, als diesen militärischen Sieg zu sichern? Weil das eine... Das eine ist militärisch zu gewinnen, aber was bringt es, wenn die Menschen nicht zurückkommen? Und wir haben unsere kurdischen Genossinnen und Genossen gefragt, was braucht ihr, was können wir tun? Sie haben gesagt, baut mit uns zusammen das Gesundheitszentrum. Und das finden wir auch richtig, weil Kämpfen gegen die IS mit Waffen, das haben sie heldenhaft gemacht. Aber den Wiederaufbau, das muss mit internationaler Solidarität zu Ende gebracht werden, damit die demokratische Revolution dort vollendet werden kann. Der wichtigste Unterschied zur Entwicklungshilfemission war das Bewusstsein der Leute, die dahin gefahren sind. Ein demokratisches, ein revolutionäres, ein sozialistisches Bewusstsein. Keiner hat auch nur einen Cent bekommen und nicht das Doppelte vom Lohn, wenn er ins Krisengebiet geht. Die haben alle ihren Jahresurlaub geopfert, die haben alles selber bezahlt. Und dieser Geist der Selbstlosigkeit in Kobane, der war die Grundlage für die Zusammenarbeit mit den kurdischen Genossen. Sie hatten Mut. Man konnte da nicht runterfahren, mit dem Flieger aussteigen, die Badeschlappen anziehen. Man musste erstmal über die illegale Grenze gehen. Man ging in ein Krisengebiet. Das ist aber auch internationale Solidarität, die Risiken in Kauf zu nehmen, die die Menschen, die dort tagtäglich um Freiheit und Demokratie kämpfen, auch in Kauf nehmen müssen. Und man musste auch auf Augenhöhe arbeiten und nicht als Besserwisser dorthin kommen. Ich will nicht alles ausführen, aber dieser Geist der Zusammenarbeit mit den Menschen in Kobane, dieser Geist der ICOR-Brigaden, der ist ebenso wichtig wie der Bau des Gesundheitszentrums selber. Und wir hoffen, wir haben dazu beigetragen, den Mut, die revolutionäre Zuversicht zu stärken. Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Ja, Gabi, wie kann man sich... Gabi, wie kann man sich das denn vorstellen? Also wenn 177 Leute für mehrere Monate in so ein Kriegsgebiet gehen unter wirklich extremen Bedingungen, Peter und Talib haben das gerade geschildert, wie hat das denn funktioniert, das Zusammenleben? Da kracht es doch bestimmt noch mal, oder? Wie ist das genau abgelaufen? Wie habt ihr das organisiert dort? Also man kann sagen, dass diese Brigaden, diese internationalen Brigaden, niemals erfolgreich gewesen wären ohne die Kultur, eine demokratische, eine proletarische, eine internationalistische Kultur, die wir dort gepflegt haben. Kultur fängt ja schon damit an, wie man überhaupt zusammenarbeitet, wie man überhaupt sich gegenübertritt. Und wir haben zum Beispiel mit den Arbeitern in Kobane dieses Gesundheitszentrum zusammengearbeitet. Wir sind nicht dahin und haben gesagt, wir machen das für euch. Sondern wir haben das zusammen gemacht und wir konnten uns ja nicht mal verständigen zuerst. Wir konnten die Sprache nicht. Und hinterher wussten wir, wenn wir zu langsam sind, dann sagen die Arbeiter, yalla, yalla. Und wenn alles in Ordnung, und wenn alles in Ordnung ist, dann sagen sie, tamam, tamam. Und man hat sich verständigt mit Händen und Füßen. Und die ganze, wir haben zusammen gegessen. Wir haben gesagt, wir kaufen uns dort nicht irgendwie die Grillhähnchen, sondern wir essen das, was die Bevölkerung isst. Alles das ist Kultur auf einer Augenhöhe und sich für den gemeinsamen Kampf, für die gemeinsamen Aufgaben zu stärken und in diesem Sinne sich zu verbrüdern. Wir haben getanzt, wir haben gesungen, wir haben gefeiert, wir haben die Familien eingeladen, wir haben uns kennengelernt und diese Verbrüderung macht einen dann auch stark für den Kampf. Das war auch deshalb so was Besonderes. Man denkt vielleicht, wieso ist das so besonders, aber es ist einfach in dieser Gesellschaft eben nicht so, dass die Kultur stärkt, sondern sie soll zersetzen, sie soll die Leute, dass sie nur an sich selber denken, sie soll sie isolieren.
es gibt im Moment so ein Lied, da heißt es immer, sei nicht so hart zu dir selber, aber wir haben eigentlich gelernt, man braucht natürlich ein großes Herz, wenn man so kämpfen will, wie das kurdische Volk, wenn man, wie wir hier kämpfen will gegen diesen Imperialismus in Deutschland, wenn man eine internationale Revolution machen will. Aber man muss auch hart sein, man muss härter werden, großes Herz und härter werden, hart kämpfen. Das ist das, was wir gelernt haben in den Brigaden. Und das ist das, was auch für die Zukunft, für unsere hoffentlich weitere Zusammenarbeit, wir hier gelernt haben. Jawohl, dieses besondere Projekt hat auch hier heute Abend, habe ich gesagt, dass wir eine Premiere haben von noch einem besonderen Projekt. Und deshalb möchte ich jetzt einen großen Applaus bitten für Nico von der Band Die Gehörwäsche. Gehörwäsche. Und Ulja. Und Ulja, natürlich. Ja, ich will jetzt nicht sagen, was macht ihr jetzt hier auf der Bühne. Aber ja, es gibt hier ein besonderes Projekt. Die haben es schon gesagt, es gibt ein Pilotprojekt auf diesem Festival. Das hängt sehr eng damit zusammen, was Gabi, Peter und Talib uns gerade sehr eindrücklich dargestellt haben. Und zwar habt ihr schon am Eingang gerade gesehen, es gibt ein neues deutsch-kurdisches Liederbuch. Und Nico, vielleicht könnt ihr oder ihr zusammen uns kurz erläutern, was hat es damit eigentlich auf sich? Also, Ulja und ich waren ja Teil der zweiten Brigade, da wo auch die Gabi dort war. Und wir haben, an einem Abend waren wir eingeladen von der Kantonsverwaltung und wir haben wunderschöne Musik gehört von einem Sass-Spieler und am nächsten Tag auf der Baustelle hatten wir alle einen Ohrwurm. Wir haben gearbeitet und haben dabei gesummt. Okay, ihr kennt das. So. Am nächsten, aber wir kannten das Lied nicht genau. Wir wussten nicht genau, was ist das. Wir haben uns dann angefangen, abends zusammenzusetzen. Wir müssen ein Lied machen. 10, 12 Leute, alle zusammen. Und dann haben wir angefangen, das Brigadelied zu schreiben. Und das heißt jetzt Herz nach Kurdistan auf diese Melodie und ist das Lied unserer Brigade geworden. Ja, und dann kam der 1. November, ein Kobaner Aktionstag, wo wir dieses Lied in Köln auf dem Domvorplatz gesungen haben. Danach kam eine Frau sehr aufgeregt zu mir. Ich muss euch jemand vorstellen. Das hier ist mein Mann, Khalil Remgin. Er hat 1983 dieses Lied geschrieben. Und jetzt ist es unser gemeinsames Lied geworden. Also er hat gesagt, das ist nicht nur mein, also nicht nur mein Lied, sondern das ist unser gemeinsames Lied von der ganzen Gruppe Koma Bar Khodan. Oh,
in Kobane. Rot, die gelben Sterne strahlen hell, der fruchtbare grüne Olivenhain, das Feld. Du graue Stadt voller Schutt bist frei, Herz von Rojava. Die schwarze Bestie hatte dich in den Klauen, heldenhaft kämpfen Männer und Frauen. Aus Solidarität wurde gemeinsamer Kampf. Euch gekommen haben wir viel gelernt, vieles mitgenommen, eure Opferbereitschaft, die Zuversicht und Kraft. Uns hat die Arbeit verändert und zusammengeschweißt, es ist ein Band entstanden, das nie wieder zerreißt. Kobane wird die erste Blume im Garten der Freiheit sein. Bijou! Bijou! Kobane! Yeah.